Wie du siehst, wir üben heute die chromatische Etüde Nummer 1 nach unseren chromatischen Übungen jetzt zusammenhängend verarbeitet in dieser ersten Etüde. Das heißt, schnapp dir deine Trompete und spiele, übe gleich von Beginn an mit. Wir machen es auf 2 Tempistufen, erstmal langsam und danach eine Spur schneller. Einmal zum Lesen und einmal für die Geläufigkeit. Los geht's. 1, 2, 3. Sehr gut. Und jetzt spielen wir das Ganze etwas schneller, damit wir eben Geläufigkeit in die Finger bekommen. Du kannst es noch nicht so schnell, kein Problem, dann bleib erstmal im Langsamen und steiger sukzessive Schritt für Schritt dein Tempo, damit du es auch schnell spielen kannst. Allen anderen, los geht's. 1, 2, 3. Das kostet natürlich Kraft, das kostet natürlich Luft, aber versuche gut einzuatmen und möglichst viel Strecke, viele Töne auf einem Atemzug zu spielen. Solltest du Luft brauchen und du merkst auch, dass der Hals eng wird, dann definitiv nachatmen, wieder weiten und danach weiterspielen. Du musst nicht anhand von diesem Video üben, nimm die Übung und baue diese Übung in dein Training ein und du wirst sehen, du wirst deine Geläufigkeit, deine Tonkontrolle und Ausdauer verbessern. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.